Die Künstlergalerie SO66 lädt ein. Dieses Mal sind die beiden bildenden Künstler Werner Rückemann und Thomas Gerhards zu Gast. In der aktuellen Ausstellung mit dem Titel Da Lang nähern sich die beiden Künstler einander spielerisch an und lassen dem Besucher jede Menge Raum, sich einen eigenen Zugang zu den gezeigten Werken zu schaffen. Und dennoch folgt alles einer gewissen Struktur, die sich manchem wohl erst beim zweiten Hinsehen erschließt. Da wir gemeinsam gearbeitet haben, ist das so gewachsen. Wir haben angefangen mit dem Titel. Wir mussten einen Titel für eine frühe Ankündigung setzen. Und dann wollten wir gleich mit dem Titelfoto da das Ganze beantworten. Und dann haben wir uns überlegt, was passt denn so dazu. Und da die Galerie dieses lange Format hatte, haben wir gedacht, das fangen wir mal räumlich an. Das ist am weitesten gefasst, da kann man alles zu machen. Wir arbeiten ja beide auch bildhauerisch und da war das wichtig, so die bildhauerischen Kräfte liegen, stellen, anlehnen und hängen. Und mit diesen Sachen haben wir das dann, was wir auf den Fotos gemacht haben, im Grunde genommen fortgesetzt. Und so ist das dann entstanden. Die Exponate reichen von ungewöhnlichen Lichtbildaufnahmen über ein paar Gummistiefel bis hin zu leeren Dia-Halterungen. Selbst ein Beutel mit Bohrstaub, der beim Anbringen einiger Werke angefallen ist, ist Teil der Ausstellung. Wir haben den Arbeitstisch, den wir im Atelier bei der Herstellung brauchten, auch dann hier in die Galerie mit übertragen. Der ist im Moment hinter uns. Und auf diesem Arbeitstisch ist doch eine Vielzahl des Ensembles, der gesamten Dinge mit entstanden. Und während der Arbeit haben wir auch dann Gesamtzusammenhänge zu den Wandarbeiten, also zu den Fotos, aber auch zu den teilweise Bodenarbeiten gesehen. Und auf die Art und Weise haben wir den Arbeitstisch auch hier für diese Gesamtzusammenarbeit nicht nur in die Galerie gestellt, sondern der Arbeitstisch ist ein Teil der gesamten Ausstellung. Dies untermalt sich mit wiederholenden, von den Künstlern selbst eingesprochenen Worten, die sich dem Besucher förmlich einbrennen, da man sie auch nach dem Verlassen des Ausstellungsraums zu hören scheint. Kurzweilig und zum Nachdenken anregen zeigt das Atelier, wie man auf kleinem Raum Großes schafft.